Hallo ihr Lieben! Ich hatte euch vor ein paar Tagen aufgefordert, über Instagram, Facebook und Twitter mir eure Fragen zu stellen unter dem Hashtag AskPatty und es sind jede Menge Fragen und ich werde, so gut es geht, alle oder fast alle beantworten. Dara Bosanovic fragt, wenn irgendetwas Modernes dir es aber nicht gefällt, würdest du es trotzdem tragen, um besser auszusehen? Ich ziehe nur das an, was mir gefällt und das ist auch oftmals etwas, das gerade nicht modern ist oder das ganz, ganz viele schrecklich finden. Also ich bin eher dazu geneigt, Sachen zu tragen, die mir gefallen und andere schrecklich finden, als andersrum. Als dass ich irgendwas trage, nur damit es den anderen gefällt und ich mich aber nicht wohlfühle. Honigkuchenpferd 5 fragt, nervt dich die WM oder magst du die Stimmung gerne? Ich mag sie sehr gerne. Ich finde dieses Zusammengehörigkeitsgefühl super und dass alle so ausgelassen feiern und so, mag ich total gerne. Über was für Sachen kannst du dich richtig kaputt lachen? Mein Humor ist leider der Pipi-Kaka-Humor oder wenn jemand furzt oder so, da kann ich mich schlapp lachen. An welche Orte willst du unbedingt mal reisen? Nach Südafrika. Anne Kath sagt, mach mal wieder eine Verlosung. Ja, mache ich. Schaut mal auf Facebook vorbei, nämlich auf meiner Facebook-Seite und auf der Facebook-Seite von Mia Mops. Da werde ich in den nächsten Tagen was Tolles für die WM verlosen, also schaut da unbedingt mal vorbei. Mena2311 fragt, was war als Kind schon immer dein Traumberuf? Komischerweise steht in diesen Freunde-Alben und so, habe ich da wirklich sehr, sehr oft Reporterin reingeschrieben und Model. Bubblebox, wie siehst du nackt aus? Ich glaube nicht viel anders als andere. Nackig halt, ne? Viel Haut und so. Vielleicht nicht mehr ganz so knackig, aber auch nicht mega unknackig. Kann man lassen, glaube ich. Ist okay. Pizza Blas fragt, wie viel Geld ist dir Mia Mopsi wert? Das kann man nicht. Also, wie viel ist dir denn deine Familie wert? Das kann man nicht in Geld ausdrücken. Unendlich viel. Also. Lula von HHD. Wie alt ist Mia Mops? Ich weiß, das ist unhöflich, Damen zu fragen, aber siehe Frage. Hä? Verstehe ich nicht. Aber Mia Mops ist 6 Jahre alt und sie wird im Dezember, und zwar genau am 11.12. wird sie 7 Jahre alt. De Vanilla Eis, WG oder eigene Wohnung? Wie hast du es geschafft oder schaffst es, dich während des Studiums bzw. der Arbeit um Mia zu kümmern? Welche sind deine Lieblingsläden? Was war dein Lieblingsfach in der Schule? Das sind ganz schön viele Fragen. Ich fange an. WG habe ich sehr, sehr lange gewohnt und kann ich auch jedem empfehlen, denn man lernt sehr, sehr viel über andere Menschen und natürlich auch sehr viel über sich selbst. Jetzt mittlerweile wohne ich in meiner ersten eigenen Wohnung zusammen mit Mia und davor komme ich, also jetzt komme ich auch gleich zur nächsten Frage, ich habe es während des Studiums nicht geschafft, mich um Mia zu kümmern. Also da war sie größtenteils bei meinen Eltern zu Hause. Und während ich gearbeitet habe in der anderen Stadt noch, war sie auch überwiegend bei meinen Eltern. Und jetzt in Köln, da ich ja jetzt selbstständig bin, überwiegend kann ich das gut kombinieren und kann sie auch sehr, sehr oft mitnehmen zu Jobs. Und deswegen klappt das erst jetzt so richtig. Und meine Lieblingsläden sind so die Standardsachen. Forever 21, Primark, H&M. Pimki hat sich auch unheimlich gemacht und Urban Outfitters mag ich auch sehr gerne. Was war dein Lieblingsfach in der Schule? Definitiv Englisch und auch Deutsch. Eine sehr witzige Frage, wie ihr gleich merken werdet. UFO-1122 fragt, wusstest du schon als Kind, dass du später YouTuberin werden willst? Nein, denn YouTube gibt es noch gar nicht so lange. Caro.00, hast du Angst vor deinem Tod? Ja, schon so ein bisschen, aber ich habe viel größere Angst, dass ich jemanden verliere. Also ich habe viel mehr Angst vor dem Tod von Menschen, die ich liebe. Davor habe ich viel, viel mehr Angst als vor meinem eigenen. Wie alt war Mia Mops, als du sie bekommen hast und wie alt ist sie jetzt? Fragt übrigens justaperson1203. Hast du einen Freund? Wenn ja, wie heißt der? Bitte meinen Kommentar im Video dran nehmen, bitte, bitte. Mia Mops war gerade mal ein paar Wochen alt, also so, ich glaube, 3 oder 4 Wochen, was viel, viel zu früh ist, um einen Hund herzugeben. Also das war auch echt unter aller Sau. Das kann ich auch niemandem empfehlen. Also kümmert euch darum, dass ihr wirklich gute Züchter habt, weil man sollte die erst ab 9 Wochen abgeben. Jedenfalls, wir hatten sie schon sehr, sehr früh und jetzt ist sie 6. CrazyJojoXD fragt ebenfalls, was war das beste Geschenk, was du je bekommen hast? Definitiv Mia Mops, mein Bruder hat sie mir geschenkt.
Theorella fragt, was sind deine Must-Haves für den Sommer? Sonnencreme, Wassermelone und eine coole Sonnenbrille. Zaris18 fragt, hast du schon ein Reiseziel für die kommenden Sommermonate? Ja, nicht für die kommenden Monate, sondern nächste Woche am Dienstag geht's für mich über den großen Teich. Ich bin schon wahnsinnig aufgeregt und ich werde meine Cousine da nach 3 Jahren endlich wiedersehen und ihr fahrt da bald mehr. Ich werde auf jeden Fall ganz viele Videos dort machen und ja, ich freue mich so. Luisa Blub 27 fragt, kommst du an den Video Day? Ja, liebe Luisa, ich komme zu dem Video Day und ich freue mich schon tierisch, euch da zu sehen. Ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, wer von euch da sein wird. Also habt ihr schon Tickets oder wollt ihr euch noch welche kaufen? Ich freue mich total auf euch. Hamsterbacke X3, Lieblingsessen? Alles mit Knoblauch. Luisa Pünktchen fragt, wenn du eine Superkraft haben könntest, welche wäre es und wie würdest du dann heißen? Also, ich würde definitiv fliegen. Ich finde, Fliegen ist das Geilste. Habt ihr schon mal geträumt zu fliegen, also selbst zu fliegen, loszurennen auf einem Berg und dann irgendwie abzuheben? Das ist das geilste Gefühl ever. Und deswegen würde ich unglaublich gerne fliegen können. Und wie ich dann heißen würde, wäre mir, glaube ich, egal, weil ich wäre sowieso cool, weil ich kann fliegen. Lena Secret fragt, Twitter, Facebook oder Instagram? Für welche Community entscheidest du dich? Ich liebe Instagram. Instagram, da war ein bisschen viel Spucke mit bei. Instagram finde ich richtig cool. Also ich mag es selbst gerne da zu gucken und zu stöbern. Also ich bin auch, glaube ich, eine der YouTuberinnen, die den meisten Leuten folgt. Also ich glaube 700 Leute oder so ist schon eine Menge. Und ich liebe auch meine Community auf Instagram. Die Fanpages und die Collagen, die ihr da immer erstellt und so. Und da ist halt irgendwie der Kontakt sehr, sehr direkt, finde ich. Und von daher liebe ich die Instagram-Community. Seda SVK fragt, würdest du mir im Mopsio eine Villa verschenken? Nein, eine Villa kann mir gar nicht so viel Wärme und Liebe geben, wie diese kleine Knautschkugel mir schenken kann. Und eine Villa finde ich gar nicht so geil. Da hätte ich lieber ganz viele Möpse. Magda Schiebler 13, wie wichtig sind dir deine Zuschauer und was hältst du von Fanpages? Meine Zuschauer sind mir sehr, sehr wichtig, weil ohne euch gäbe es meinen Kanal nicht. Weil wenn das niemand gucken würde, dann wäre das total sinnlos. Und Fanpages finde ich klasse. Also ich mag es total, wie viel Mühe ihr euch gebt und wie kreativ ihr seid und wie geil ihr Bilder bearbeiten könnt und welche Aktionen ihr startet. Und vor allem finde ich es geil, wie ihr euch untereinander unterstützt. Und von daher finde ich es richtig, richtig cool. Ja. Und I heart my Obert Community. Adi Mari Dena. 10 Jahre vegan leben oder sich 5 Monate nicht waschen? Da würde ich lieber 10 Jahre vegan leben. Honey7575 fragt, magst du Conchita Wurst? Ja, ich liebe sie und ich liebe ihn. Ich finde sie und ihn, also Tom ungeschminkt und Conchita Wurst, richtig, richtig hübsch. Das ist einer der schönsten Menschen, die ich kenne. Der hat so krass geile Augen. Also geschminkt, aber auch ungeschminkt. Und ich finde sein Projekt, was er da durchzieht, richtig geil. Und ich finde es richtig, ich feiere das total, dass er damit so erfolgreich ist. Also ich finde ihn richtig cool. Und sie. Angel A. fragt, warum hast du Falten unterm Auge? Naja, liebe Angela, ich bin halt nicht mehr 12 und auch nicht mehr 18. Und das ist einfach so. Und ich überleuchte meine Videos nicht immer so krass, deswegen sieht man die halt mal, ne? Was soll man machen? Little Crazy fragt, hattest du früher auch schon einen Hund? Ja, ich bin mit einem Hund groß geworden. Ich war, glaube ich, 3 Jahre, als wir uns einen Hund zugelegt haben. Das war ein kleiner, schwarzer Zwergschnauzer. Und die ist auch 16 Jahre geworden. Das hat mir das Herz gebrochen, als wir sie haben einschläfern müssen. Sie ist aber wirklich alt geworden. Dann wurde ich noch gefragt, kannst du mit deinem Fuß deinen Kopf berühren? Und das muss ich jetzt mal... Was machst du denn hier? Ich muss jetzt mal austesten. Ich such den Community Cup. Sieht schön aus. Hast du den Community Cup zu? Ah, habt ihr es gesehen? Ich war dran. Hast du es auch, Dominik? Ah, das habe ich mir voll den Arsch gezerrt. Was muss ich können? Mit deinem Fuß deinen Kopf berühren. Gegenfrage, also weißt du, wo der Community Cup ist? Geschafft? Weißt du, wo der Community Cup ist? Nee.
Nicht? Keine Ahnung? Ich meine, du warst ja auch da, der ist ja weg. Der war ja auch der ist weg? Ja, der ist weg. Der ist einfach weg und ich suche den jetzt überall. Okay. Und, aber wenn er bei dir nicht ist, nee, dann mach du mal weiter, ne? Okay. Danke. Wenn ihr wissen wollt, was Dominik hier jetzt in meinem Video zu suchen hatte und was er überhaupt sucht, und dann findet ihr das in der Infobox, die Auflösung dazu. Und ich mache einfach weiter mit meinem Fragen-Antworten-Video. Easy Yoro fragt, was ist deine Lieblingsfarbe? Und die meisten von euch werden es jetzt schon beantworten können. Meine Lieblingsfarbe ist Mint, wie man auch hier sehen kann. Elubär fragt, Lieblingsanime? Definitiv Detektiv Conan. Kommen wir nun zu den Fragen auf Twitter. Sarah fragt auf Twitter, wie würdest du später mal deine Kinder nennen? Was sind deine Lieblingsnamen? Also bei Mädchen finde ich ganz toll Nele, wobei das mittlerweile auch so krass verbreitet ist, dass es, ja, also früher war das mein Lieblingsname, jetzt mittlerweile ist er schon wieder zu modern, deswegen haben wir ihn wieder zu viele. Ich bin momentan so auf dem Trip, dass ich Frieda richtig geil finde, weil meine Oma heißt Frieda und meine Oma war einfach mein Held in der Kindheit auch. Und Frieda ist auch sehr alt, aber ich finde ihn mittlerweile schon wieder richtig cool, weil ich habe letztens auch eine YouTuberin kennengelernt, die Frieda heißt, und ich finde das richtig geil. Also Frieda für Mädchen und für einen Jungen Paul. Einfach nur Anna fragt, gehst du mit mir eher in Richtung Wald oder in der Stadt laufen? Also eher Richtung Wald, weil Stadt ist halt nicht so cool, ne? Wald ist schon schöner. Love Bieber, also Happy Life, fragt, willst du mal heiraten und Kinder? Ja, definitiv. Also heiraten ist mir gar nicht so wichtig. Vor allem diese große Feier. Ich fände es eigentlich geil, wenn man so einfach nur für sich heiratet, um sich so ein Zeichen zu setzen. Aber diese ganze Feier, um da irgendwie sowas darzustellen, so als Statussymbol, finde ich nicht so geil. Aber Kinder will ich auch auf jeden Fall. Keda YouTube, liebe Grüße an dich, fragt, welches Talent hättest du gerne? Ich würde total gerne geil singen können, aber noch geiler fände ich, wenn ich richtig geil Instrumente spielen könnte. Also ich bewundere Menschen, die eine Melodie hören und die dann sofort nachspielen können, auf Klavier oder auf einer Gitarre. Sowas finde ich richtig geil und das finde ich auch, sowas imponiert mir total und das Talent hätte ich richtig gerne. Kommen wir nun zu Fatzebook. Da fragt Nerle Rost, wie heißt dein Bruder und hast du einen? Ja, ich habe sogar zwei. Also mein richtiger Bruder heißt Matthias und ich habe noch einen Stiefbruder, der heißt Marcel. So ihr Lieben, ich hoffe, das Fragen-Antworten-Video hat euch gefallen. Wenn ihr noch weitere Fragen an mich habt, dann schreibt die gerne in die Kommentare. Die werde ich dann bei dem nächsten Ask Patty-Video berücksichtigen. Und ja, wenn ihr euch noch fragt, was Dominik eigentlich vorhin hier bei mir zu suchen hatte, so richtig habe ich das auch nicht geschnallt, dann könnt ihr mal hier unten klicken. Da kommt ihr zu einem Video, da wird das erklärt. Ich muss mir das auch nochmal angucken, weil, wie gesagt, wie kann denn der Community Cup weg sein? Also irgendwie habe ich das nicht ganz geglaubt. Naja, auf jeden Fall kommt ihr daneben zu meinem letzten Video. Und denkt dran, bei mir auf Facebook vorbeizuschauen und auch bei Mia Mobs, denn da gibt es was zu gewinnen. Und wir sehen uns dann ganz bald wieder. Bis dahin, eine schöne Woche noch und bis bald. Tschüss!